Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei PC Instruments TV. Mein Name ist Julian Gebhardt und ich stelle Ihnen heute die Strommesszange PCE-LCT2 vor. Ich packe die Stromzange jetzt einmal aus. Die Stromzange wird in einem Karton geliefert. Dazu gehört eine Tragetasche, wo die Stromzange drin ist. Das ist die Stromzange. Zusätzlich dazu haben wir eine Bedienungsanleitung und Prüfspitzen nach neuer VDE-Norm, die dann natürlich überall eingesetzt werden können. Die Stromzange PCE-LCT2 hat einen Zangenöffnungsdurchmesser von 12 mm. Das Display der Stromzange zeigt 4000 Digits an und ist mit LEDs beleuchtet. Über die Bananenbuchsen kann das Messsignal analog an ein weiteres Multimeter ausgegeben werden. Zusätzlich hat die Stromzange PCE-LCT2 noch den Diodentest und die Durchgangsprüfung. Da die Stromzange PCE-LCT2 auch für Gleichstrommessungen geeignet ist, können wir hier an einem Wechselrichter an der Eingangsseite Messungen durchführen. Wir nehmen hier die Leitung für den String Nummer 4, legen die Stromzange um den Leiter herum und sehen, dass derzeit ungefähr 130 mA in den Wechselrichter hineingehen. Natürlich ist die Stromzange PCE-LCT2 auch für Wechselstrommessungen geeignet. Um Wechselstrommessungen durchzuführen, schalten wir die Zange auf den entsprechenden Messbereich. Wir wählen hier den 4 Ampere Wechselstrommessbereich, legen die Zange um den Leiter und können auf dem Display den Strom, der durch den Leiter fließt, ablesen. Derzeit fließen ungefähr 700 mA, welche von dem Wechselrichter der Solaranlage rausgegeben werden.